Der erste Eindruck ist entscheidend. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John Verführt, dein Flirttrainer und Datingcoach, und ich zeige dir, wie du selbstbewusst und sicher die Frauen, die dir gefallen, einfach ansprichst, datest und verführst. Frauen haben einfach keinen Bock auf Loser und die merken sofort, wenn der Typ negative, also von sich selbst nicht überzeugt ist, negatives Selbstbild hat und auch schlecht über seine Umwelt denkt, denn das äußert sich über kleine Mikro-Expressions oder eben auch durch Sachen, wie du die neue Frau, die du gerade ansprichst, wie du auf sie zugehst, wie ist dein Handschlag, worüber redest du in den ersten ein, zwei Minuten. Du kannst dich da nicht verstellen, die wird das immer unterschwellig merken. Und deswegen solltest du auch immer, bevor du rausgehst und Frauen ansprichst, vielleicht hast du einfach mal einen schlechten Tag, kurz nochmal in dich gehen, meditieren, vielleicht machst du davor Sport, damit du einfach in eine bessere Stimmung kommst. Und generell solltest du darauf achten, dass du ein positives Selbstbild hast. Und wenn du es nicht hast, dass du es entwickelst, ja? Dass du dein Leben dich in die Richtung geht, so wie du es haben möchtest. Du kannst mit so kleinen Dingen anfangen, dass du immer ein Erfolgstagebuch führst, fünf Sachen am Abend aufschreibst, die du gut gemacht hast, und dann kurz bevor du schlafen gehst, schreibst du das auf, und wenn du das über 30, 40 Tage machst, wirst du ein bisschen optimistischer, positiver werden generell. Und natürlich solltest du dem, was du willst, nachgehen. Wenn du eine schöne Frau siehst zum Beispiel, dann sprichst du sie verdammt nochmal einfach an, anstatt hier deinen Schwanz zusammenzuziehen und zu sagen, oh nee, hier eine Frau darf ich nicht ansprechen. Das sind alles so Sachen. Du kannst dich immer für eine Sache entscheiden, die außerhalb deiner Komfortzone ist und die Mut erfordert, oder dagegen. Und ich bin hier auf ein TikTok-Video gestoßen, das wurde mir einfach angezeigt von zwei Kriegsveteranen. Die sehen sich das erste Mal, der eine ist aus Amerika, der andere aus Deutschland, und die sind schon über 90, lernen sich das erste Mal kennen, und die haben waren Gegner im Krieg damals. Ja. Ob sie persönlich, haben sie wahrscheinlich nichts zu tun gehabt, aber die haben auf verschiedenen Seiten gekämpft. Und es ist sehr interessant, wie der Amerikaner auftritt und wie der Deutsche, wie sich der Deutsche gibt. Und da sind mir Sachen aufgefallen, die du auch für dich, wenn du mit Frauen flirtest und sie ansprichst und den Erstkontakt herstellst mit einer fremden Frau, die dich davor noch nie gesehen hat, auch hier adaptieren kannst oder die du berücksichtigen musst, dass du nicht auch einen der Fehler machst. Ich will nicht groß um den heißen Brei reden. Was a King Tiger Tank Commander. My name is Jürgen. Jürgen, nice to meet you. My name is Ed. Ed. You were the pilot? Yes. And you were a tank commander. What? You were a tank commander. Yes. Well, Tom, nice to meet you. How old are you? 99. Also man sieht schon, dass der Amerikaner auch ein bisschen geistig fitter ist als der Deutsche. Ne? Also ist einfach, die sind halt schon hinüber, mehr oder weniger beide, aber der Amerikaner hat noch eine schnellere Auffassungsgabe. Aber auch hier, wie er ihm die Hand gibt, dann die Hand hält, nicht direkt loslässt und sogar noch seine andere Hand darüber, damit seinen Arm nochmal greift, dann unterstützt er das und nochmal seine Schulter tätschelt, hat zum einen eine dominante Wirkung, aber zum anderen auch eine liebenswürdige, herzliche Ausstrahlung, ja, weil du Nähe zulässt. Und das ist, aber indem du das hier machst, wie gesagt, auch dominant, führt es dazu, dass du hier den Rahmen der Interaktion vorgibst. Und das ist auch wichtig, wenn du Frauen kennenlernst, dass du, wenn du die Hand gibst, nicht einfach kurz die Hand und dann wieder direkt zurückziehst, sondern ich halte meistens die Hand 1, 2, 3, 4 Sekunden länger. Und dann lasse ich erst los, sodass man merkt, hey, das ist, ich gebe hier den Rahmen an, und das ist nicht nur ein sozialer Talk, sondern tatsächlich ein Flirt. Du kannst aber auch noch deine andere Hand drüberlegen. Du kannst auch gar nicht loslassen, wenn sie nicht loslässt. Habe ich früher auch oft gemacht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber ich halte die Hand definitiv etwas länger und ziehe sie nicht sofort zurück. Oder es gibt auch welche, die geben überhaupt nicht die Hand. Und das solltest du aber tun. Man nennt das auch Foot-in-the-Door-Technik. Du machst ein Kompliment, und wenn du dich dann fragst, okay, warum geht die Frau nach dem Kompliment direkt weiter? Ja, weil du gar nicht ihr signalisiert hast, ich bin gekommen, um zu bleiben. Das kannst du aber ganz einfach herstellen, indem du nach dem Kompliment dich vorstellst, Hand gibst und deinen Namen sagst, ohne nach ihrem Namen zu fragen. Und dann wird sie auch ein bisschen aus der Reserve gelockt und sagt in der Regel ihren Namen. Das sind Dinge, die du auch tun kannst, um den Rahmen vorzugeben. Nein. 99.
97. 97. You look good for 97. Auch natürlich gut, dass er hier gleich mit einem Kompliment reingeht. Ja, für 97 siehst du gut aus. Und also man merkt wieder seine herzliche Art und das bricht auch das Eis, weil er ihm einfach ein persönliches Kompliment macht. Das ist auch etwas, was du sowieso immer tun solltest, wenn du eine Frau ansprichst, nicht einfach nur um den heißen Brei reden, sondern auch ihr ein Kompliment machen. Du musst es nicht auf deiner Schleimspur ausrutschen, aber du wirst der Frau ein Kompliment machen. Am besten ist noch, du individualisierst dieses Kompliment. Dann hier spiegelt er ihn. Der Deutsche, der fängt an zu lachen und dann der Amerikaner lächelt auch. Ich glaube nicht, dass er es bewusst macht, dass er ihn bewusst gespiegelt hat, sondern dass es einfach natürlich lief. Aber ja, das natürlich auch Leading, dann Pacing, dass du ihm das quasi schaust, was dein Gegenüber macht und ihn spiegelst. Damit es später leichter dann wieder, wenn du die Frau öfters gespiegelt hast, dass sie dann dich anfängt wieder zu spiegeln. Kannst du einüben, wenn du zum Beispiel mit der Frau im Café sitzt und du merkst, sie lehnt sich zurück, dann lehnst du dich auch zurück, dann stützt sie sich mit dem Arm auf, dann machst du das auch von deiner Seite aus und machst das so mehrmals. Und dann irgendwann brichst du das und du fängst an, etwas Neues zu machen und wenn die Frau schon interessiert genug ist, wird sie anfangen, dich zu spiegeln. Das kannst du immer so als Test sehen, um zu schauen, wie weit die Frau wie wohl sich die Frau schon in deiner Gegenwart fühlt, um zu schauen, hey, kann ich jetzt schon ein bisschen Körperkontakt aufbauen? Ist vielleicht schon der Zeitpunkt, an dem ich sie nach Hause nehmen könnte und so weiter und so fort. If I was in Russia, I was fooling with my leg. And I have problems. I have problems. Well, I'm in pretty good condition. I don't have too many problems. Dann hier sollst du natürlich auch nicht machen, gleich von einem Problem reden. Sie kennen sich ja gerade mal seit einer Minute, anderthalb Minuten und der Deutsche sagt, ja, ich habe hier ein Problem mit meinem Bein. Ja, sieht man ja sowieso, weil du mit dem Rollator rumläufst. Aber warum musst du das denn direkt so schnell sagen? Also das kannst du dir grundsätzlich merken, wenn du eine Frau ansprichst, nicht über irgendwas Negatives oder irgendwas Schlechtes zu reden, weil das führt dazu, dass die Frau denkt, ah, okay, schlechte Vibes halt, ne? Umgekehrt genauso, wenn eine Frau das tut oder wenn ihr beim ersten Date über ihre Probleme erzählt, dann suchst du lieber das Weite, wenn du mehr als nur Sex mit der Frau willst, weil diese Frauen sind Drama-Queens, die sind teilweise süchtig nach diesem Drama, nach dieser Negativität und das ist nicht gut. Except age. You understand? Keine Probleme außer Alter. But, 1944, we saw the thunderbolts overhead. Might have been me. It might have been me, because I see Tiger tanks and tanks down below. Yes. She's running around on the... And now we no longer shoot at each other. That's right. We're friends. We're real good friends. I'm happy to meet you. Auch hier, einerseits wieder lustig, dass er sagt, der Deutsche sagt, ah, ich habe da oben die Flugzeuge gesehen. Und er meint, ah, das war wahrscheinlich ich und unten habe ich euch gesehen. Man merkt so ein bisschen dieses Spiel, dieses Lockere bei dem Amerikaner. Und am Ende, hey, wir schießen nicht mehr aufeinander, wir sind Freunde. Und wieder seine dominante, führende Art. Er umarmt ihn und sagt, nun sind wir Freunde. Und der Deutsche kann nicht anders, als auch mitzulachen und sich zu freuen. Das ist etwas, was du sehr gut einbauen kannst, wenn du mit Frauen flirtest. Den Rahmen vorgeben, führen, Körperkontakt subtil, ja, nicht zu aufdringlich, natürlich, macht keinen Sinn, aber so wie er das gemacht hat beim Vorstellen, dann ein, zwei kleine Witze bringen, offen einfach sein. Wenn du so mit so einer verschlossenen Haltung hingehst oder gleich denkst, oh, die Frau, will mich irgendwie shit testen und mit so einer Paranoia auf die Frau zugehst und denkst, oh, alle Frauen sind böse und ich muss mich erst behaupten, dann hast du einen leicht paranoide Ausstrahlung und die Frau wird das merken, die wird skeptisch und hat keinen Bock auf dich. Akzeptanz, schaffe die für die Frau gegenüber, die du gerade ansprichst,
sei unvoreingenommen. Kann sein, dass sich die Frau als blöde herausstellt und du hast keinen Bock auf die. Kann aber auch nicht sein. Oftmals ist es so, wenn du selber so mit so einer skeptischen Grundhaltung rangehst an die Sache und Frauen kennenlernst und versuchst mit denen zu flirten, dass es gar nicht richtig klappt, weil die Frauen sich nicht öffnen, weil du dich nicht öffnest. Das ist also wirklich wichtig, dass du, wenn du willst, dass die Frau sich öffnet und locker ist, mit dir flirtet, erstmal selbst offen bist, Offenheit kommunizierst, unvoreingenommen, nicht bewerten, sondern akzeptieren. Und das führt dazu, dass sich viel mehr Frauen in deiner Nähe wohlfühlen. Wenn du sagst, das klingt alles schön und gut, aber genau hier habe ich Probleme, ich sehe schöne Frauen überall, traue mich aber nicht, die anzusprechen, ich komme aus einer Ehe, komme aus einer Beziehung, oder habe allgemein vielleicht viel zu wenige Frauen in meinem Leben gehabt, ich muss daran was ändern, dann muss es nicht so bleiben. Unter dem Video findest du einen Link zum kostenlosen Erstgespräch oder oben rechts bei dem i. Da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir. Wir erstellen eine Ist-Analyse, wir schauen, wo stehst du, was brauchst du, was ist dein Potenzial und wer weiß, wenn alles passt, dann arbeiten wir vielleicht schon bald persönlich zusammen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.